Neben mir steht jetzt Roel Kierkels. Kierkels, ja. Ist eigentlich Niederländer. Bin eigentlich Niederländer, wohne aber schon seit 17 Jahren in Schweden, in Göteborg und bin auch alle Jahre bei Volvo tätig gewesen. Was machst du da genau? Ich bin der Projektleiter für die Elektroantriebe. Das heißt unser Elektromotor, unser Getriebe und die Driveshafts, die Getriebeachsen. Getriebewellen und auch der Motoraufhängung. Da habe ich ja genau den richtigen hier an der Hand. Na los. Pass auf, ich habe den Wagen ja heute Probe gefahren. Ja. Ich habe schon zu Michael gesagt, der Wagen ist mega. Ich finde den super. Ich finde ihn auch. Und ich habe ein, zwei Kritikpunkte. Der erste ist natürlich der Preis. Da kann man darüber streiten, ist der Wagen jetzt teuer oder günstig oder genau richtig. Ja? Mhm. Aber der zweite Kritikpunkt ist, hatte ich bei Volvo jetzt immer bisher, der Verbrauch. Er hatte ein bisschen hohen Verbrauch. Ich habe so 24,23 Kilowattstunden gebraucht bei Tempo 130. Das fand ich jetzt ein bisschen viel. Ja. Du bist ja für den Drivetrain und so ein bisschen verantwortlich. Stimmt. Ihr habt ja alles optimiert. Ihr habt ja auch neue Motoren oder besser gesagt, ihr seid immer dran, die zu optimieren, ja, effizienter zu machen. Stimmt. Auch In-House-Development haben wir jetzt ganz viel mit unseren Elektromotoren. Das wird immer besser, immer schlauer, immer leichter, immer bessere Materialien. Aber überrascht dich jetzt dieser Verbrauch? Oder tut sagst du, er hast schon? Du erwartet? Tut er schon? Nee, habe ich nicht erwartet. Es war natürlich kalt, aber das sind Excuses, ne? Keine Excuses. Ja, klar. Es überrascht mich ein bisschen. Habe auch ich keine gute Erklärung. Ich habe auch von den anderen Kollegen nicht die gleiche Kritik gehört. Also müssen wir überhaupt drin reinschauen. Ich kann aber nur sagen, als schon in Holland angefangener Volvo-Engineer, nie ein Volvo-Lover gewesen, aber das habe ich gestern auch erzählt an einige Kollegen. Das, was mir am liebsten ist bei Volvo, ist, dass die Integrität immer da ist. Wenn das jetzt hier mehr versprochen wird, dann müssen wir darauf reingucken. Aber ich habe viele Statistiken gesehen und ich habe auch schon mal deutsche Statistiken gesehen von Automotor und Sport eine lange Weile her, wo Volvo der meist ehrliche die Verbrauchsziffern hatte. Also das hier verwundert mich schon. Er steht ja mit 17,5 WLTP in der Liste, wobei das natürlich WLTP ist. Wir wissen alle, was das bedeutet. Mhm. Ich fahre ja jetzt morgen den Single-Motor. Das war jetzt den Twin, okay. Der Performance. Ne? Ist ja. Klar, man darf auch nicht vergessen, der hat 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Also ist ein mega Sportwagen, theoretisch, von der Beschleunigung. Und genau. Dann so ein Verbrauch. 415 Newtonmeter. Genau, darf man auch nicht vergessen. 436 PS schon. Erwartest du denn für morgen, wenn ich den Single fahre, einen Verbrauchsunterschied, einen signifikanten? Oder meinst du, das tut sich nichts? Doch, ein bisschen muss es schon. Ne? Wie gesagt, der vordere Motor, unser E-Fahrt, Electric Front Axle Drive, der wird ja mechanisch abgeschaltet, wenn man den nicht braucht. Aber da ist natürlich ein Gewicht dabei. Ja. Ne? Und dieses Gewicht hat man natürlich nicht in den Zweier, in Heckantreiber. Also da müsste sich schon was tun. Und ich weiß nicht, ob du jetzt morgen die 51 Kilowatt Variante oder die 69. Die 69er. Mhm. Ja. Ja, dann müssen wir gucken, ob wir dann näher an die Ziffern kommen können. Und dann müssen wir dann nochmal gucken. Ja. Ich habe aber auch was Positives, also nicht nur negativ, bitte. Bring abgesehen davon, dass ich den Wagen sowieso toll finde, aber nochmal positiv. Ihr versprecht 153 kW Ladeleistung. Mhm. Ich hatte an Ionity in der Spitze 160. Wow. Zwar nur kurz, aber ich hatte 160. Siehste? Bisschen mehr Verbrauch, bisschen schneller laden. Ja, das ist das Positive. Magic. Ich war in 29 Minuten von 23 auf 83, glaube ich. Wow. Nicht in schlecht. 29 Minuten. Das finde ich eine super Zeit. Finde ich auch. Da kann man mit dem Verbrauch leben. Das einzige Problem ist, dass der Strom dann einfach, also dass das Nachladen dann teurer ist, wenn man mehr verbraucht hat. Das stimmt. Ja, aber natürlich. Ich denke, im Sommer wird das auch ganz anders sein. Natürlich, ne? Temperatur und auch natürlich, wir haben die Wärmepumpe hier bei der 69er-Variante. Ich glaube wenigstens, dass du die Ultra-Variante gefahren hast. Ja, Ultra. Da ist die Wärmepumpe dabei. Ne? Und das hilft natürlich am Vorklimatisieren, unterm Laden auch für die Lebensdauer. Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Aber den Verbrauch, ja. Bin ich überrascht. Ja, okay. Aber so ist nun mal die Realität. So ist die Realität.